Bis in der nächsten Folge. Ciao. So, willkommen zu einer weiteren Let's Play-Folge von SKP-LP. Ich habe hier gerade alle Fackeln hingetan, damit ich da endlich mal wieder Platz im Inventar habe, weil ich bin full of Stone. Also ich habe so viel Stone, dass ich das gar nicht mehr aufnehmen kann, beziehungsweise so viel Dirt. Hier habe ich mich einmal drumrum gegraben, um einfach mal, ja, zu sehen, wie viel noch gemacht werden muss. Ja, da komme ich da gleich wieder raus. Jetzt gucke ich mal an der Oberfläche, wie weit das noch ist. Jetzt baue ich das Ganze ein bisschen zweierbreite mäßig aus. Da noch was und jetzt wieder 2x2 durch. 2x2 und dann bin ich wieder durch. Da ist ein bisschen Eisen. Ja, da habe ich mich ein bisschen verbaut mit Stone und mit Gravel, weil die Texturen doch sehr gleich aussehen. Jetzt habe ich eine 2 Kisten gemacht, um die ganzen Sachen da rein zu platzieren. Und ja, ich kann auch schon mal sagen, wir werden später ein kleines Problemchen mit einem Creeper haben, dazu aber wie gesagt später. Gut, jetzt habe ich hier alles nochmal abgebaut, bisschen Gravel, da seht ihr nochmal die Höhle, die ich da letztes Mal gefunden habe. Die ist leider, ja, ausgeleuchtet, da war leider nichts drin. Hätte ich mich sehr gefreut, wenn da mal eine weitere Spinne wäre für Seide, weil wir haben ja so wenig Seide, muss man mal ehrlich mal zugeben. Okay, also es gibt viel zu bequatschen eigentlich, wir haben nicht so viel Zeit. Eigentlich wollte ich nur sagen, dass ich eine Facebook-Seite habe, die ich aber nicht mehr so aktiv nutze. Das liegt einfach daran, dass die bei meinen Abonnentenzahlen noch nicht so viel bringt. Irgendwann, also ich poste da immer mal wieder was. Jetzt habe ich wieder auf friedlich gestellt, damit ich nicht unnötig wieder Leben verliere, damit ich halt, ja, nicht dieses komische, ja, letzte Herz habe und dann, ach, ihr wisst, was ich meine. Und ja, jetzt habe ich nochmal unten alles weggebaut, da. Und jetzt, ja, ist gleich alles fertig. Jetzt muss ich mich irgendwie da gleich drauf bauen, einen Moment. Jetzt baue ich da noch die letzten Stone ab. Jetzt mache ich eine kleine Treppe, um da hoch zu gehen. Und jetzt wird alles, also jetzt wird sozusagen die zweitletzte Schicht alles weggemacht, alles entfernt. Und das war schon ein erleichterndes Gefühl, zu sehen, dass das ja, so schnell geht, beziehungsweise dass man endlich fertig ist, weil das da, ja, jetzt bin ich runtergefallen, weil das doch sehr langweilig ist, diese Arbeit. Und da ich wieder genießt, habe glaube ich 4-mal oder so in diesem Let's Play schon genießt. Und da ist jetzt die letzte Schicht und meine Schaufel hat sich jetzt verabschiedet. Jetzt muss ich das Ganze mit der Hand machen, ist aber besser, weil ich dann das besser kontrollieren kann. Und jetzt gleich ist der letzte Block da. Und jetzt ist der letzte Block da und jetzt geht's weiter. So, jetzt sind wir auch fertig damit. Das war wirklich eine Heidenarbeit hier. Also da habt ihr ja gesehen, wie lange ich dafür gebraucht habe. 5 Minuten. Aber für mich war es wie immer richtig lange und richtig langweilig. Da habe ich mich schon langsam mal gefragt, was ich hier überhaupt mache. Ne, okay. Wir haben jetzt richtig viel Erde, seht ihr ja, ne? Mehr als 2 Stacks, ja, mehr als 2 Stacks. Mir ist gerade mal was aufgefallen, und zwar dürfen hier auf keinen Fall irgendwelche Endermänner spawnen, weil wenn hier einer spawnt und hier an der Seite mal so einen Block rausreißen sollte, kann ich ja mal kurz zeigen hier. Ich weiß nicht, ob da hier jetzt schon die Oberfläche ist, aber sollte hier jemand da einen Enderman mal raushauen, da geht's nicht. Dann wahrscheinlich da oben, wenn da mal ein Enderman was raushaut, dann ist direkt Schicht im Schacht, ja. Direkt die ganze Monsterfalle ist im Arsch und man muss da wieder seine Blöcke aufbauen und wieder reingehen. Also müssen wir mal gucken, dass sie hier irgendwie keine Endermänner spawnen können. Wie wir das machen können, ganz einfach, wir müssen die Höhe der Spawning-Etagen hier auf 2, maximal 2, ja, verwalten, einrichten, wie auch immer. Das ist nicht höher als 2 ist. Ich glaube, ihr habt das so langsam mal verstanden. Und ja, dann glaube ich, dann spawnen auch keine Endermänner. Das ist, glaube ich, das Gute daran. Und ja, wenn das halt nicht so ist, dann müssen wir mit den Konsequenzen leben. Und ich glaube, genau, ich habe gerade auf Peaceful wieder gestellt, weil ich keine Lust hatte, wieder zu krepieren. Das ist aber auch, das kennt ihr, glaube ich, von der letzten Zeitrafferrunde. Und ja, jetzt müssen wir die Raumaufteilung machen. Und zwar würde ich sagen, wie gesagt, eine Zweierhöhe. Dass in der Mitte noch ungefähr so ein 2x2 Dingsbums frei bleibt. Ganz einfach, warum? Weil, damit da Wasser oder damit die Monster da in die andere Etage wieder reinkommen können. Damit die von unten nach oben und so weiter.
damit auch immer genug Platz ist für die alle. Alles, genug Platz ist für alle da. Alle werden sie sterben, alle werden sie irgendwie totgeschlagen. Und am Ende haben wir die XP, das ist sehr schön. Da hat das hier leider Pech, dieses, diese Treppe. Aber ich muss das hier auch mal kurz entfernen, also muss ich mal kurz hier hochgraben und die gute alte Technik benutzen. So, jetzt wieder nach oben gehen hier. Und ich werde mir das nicht umständlich machen und jetzt von unten nach oben und wieder von oben nach unten bauen, sondern einfach direkt von oben nach unten. Das ist, glaube ich, viel einfacher und geht viel schneller. So, haben wir nur ein halbes Herz abgezogen bekommen, ist aber auch nicht so schlimm. Und jetzt geht's hier wieder weiter. So, direkt mal wieder verbaut, sehr schön. Und hier nochmal und hier nochmal und wir haben keinen Stone mehr, doch da haben wir noch einen Stack. Also wir haben noch mehr als so wenig, also nur so wenig, wie wir gerade im Inventar haben, ne? Denn wir haben fast die Hälfte der Kiste mit Stone, glaube ich, auch voll und die Hälfte der Kiste mit Dirt. Wir gucken mal kurz rein hier. Ja, gut, so viel ist es auch nicht, aber trotzdem, wir haben relativ viel. Wieder eine Zweierbreite. Damit wir auch hier, wie gesagt, genug Spawning-Etagen haben. So und so und so. Ihr kennt das Spiel. Welches Spiel überhaupt? Minecraft kennt ihr, ne? Kennt ihr Minecraft? Und ich bekomme gleich wieder Leben abgezogen, weil ich keine Hungersanzeige mehr habe gleich. Und wir holen uns mal den restlichen Stone hier. Ich verwechsel manchmal das Kies und Stone. Das finde ich sehr blöd. Also die Texturen, die ähneln sich sehr krass. Ist mir jetzt erstmal gerade aufgefallen gerade. So, und da müssten eigentlich in der Mitte direkt was frei sein. Also in der Mitte müsste direkt was frei sein. Eigentlich, aber eigentlich gibt es ja eigentlich gar nicht. Von daher ist immer alles offen, ne? So. Und ja, ich kann ja mal im Moment was labern. Und zwar waren wir heute in Enschede. Kennt ihr ja, ne? Kennt ihr da? Enschede, Holland und so weiter. Und du musst wirklich sagen, die Leute sind da richtig nett. Wir waren da bei verschiedensten Fashion-Läden, ein paar verschiedensten Kleideledungsläden, Dings, wie gesagt. Und zum Beispiel haben die uns da super beraten, auch immer so Leute. Wir meinten nur, ja, da passt ein schwarzes T-Shirt zu und dann direkt kam eine Person an und hat uns ein schwarzes T-Shirt gegeben. Also sehr nett und sehr freundlich sind da alle. Wollte ich auch nochmal kurz sagen, ich glaube, wir müssen jetzt, glaube ich, ja, jetzt bin ich durcheinander gekommen, sehr blöd. Ich mache mal jetzt nur noch so einer. Warte mal, ich glaube, das passt, ne? So eine 3x3. Ich baue mich mal kurz hier hoch. Ich glaube, das ist ein bisschen asynchron, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau das meinte ich. Damit das passt nicht irgendwie hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut. Da werde ich gleich mal die Mitte definieren und das hier waren dann auch 7, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau, 6. Ich habe mich gerade versprochen, ich meine natürlich 6, nicht 7. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass hier nicht, dass wir nicht zu großes Loch haben, damit wir hier auch natürlich noch ein paar Spawning-Dinger hier haben. Also damit hier auch noch genug spawnen, weil die Etagen dürfen nicht zu klein sein, sonst spawnt da auch wieder nichts. So müsste eigentlich dann einmal ein Loch müsste das sein. Glaube ich. Müsste dann eigentlich ein einmal ein Loch. Wenn ich mich da nicht beirre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boah, fail. Also müsste das nur einmal machen, sonst dann haben wir da direkt alles fertig. Also können wir das auch für die anderen machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie viel war das jetzt? Auch 8, ne? Oder? Ach, egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
dann müssen wir den hier wegmachen. Dann haben wir genau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau. Sehr schön. Jetzt haben wir hier so ein kleines Loch hier. Und gut, jetzt haben wir keine Schaufel. Egal, dann machen wir das halt mit der Hand gleich. Wie machen wir das? Warte mal, wenn ich jetzt hier Block hätte, 2, zack und zack. Da würden wir da oben auch noch 2 haben, oder? 2. Ja, 2, aber wenn wir hier direkt anfangen würden mit der... Dann würden wir hier zack. So, fail. So. Aber ich glaube, wir müssen noch einen Dingsbums da im Boden haben. Einen Thesen, ne? Hier so, so. So, so. Und dann da oben, genau. Weil wegen Wasserstrahl, wegen Wasserbahn. Ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Damit wir da auch so eine kleine Wasserstelle machen können. Damit die alle in der Mitte reingedingsbumst werden. Weil ohne geht auch nicht, weil das ist zwar, das wäre dann sehr cool, wenn die auch von alleine dann da reinlaufen würden, aber das würden die, glaube ich, nicht machen. Also so intelligent sind sie, dass sie so Löcher und sowas umgehen. Und wir haben ehrlich kein Stone mehr, das ist krass. Hier unten liegt noch ein bisschen, aber das reicht natürlich nicht aus. Dann holen wir uns nochmal ein paar aus. Aus der Kiste haben wir auch nichts mehr. Shit, da haben wir noch 3, wie gesagt. Da müssten wir wohl über übel nochmal zurück. So, jetzt komme ich hier alleine nicht mehr hoch. Alleine nicht mehr hoch. So, hier. Genau. Und jetzt bekommen wir wieder Leben abgezogen. Sehr schön. Och, das regt mich so auf. Ehrlich, das regt mich so auf. Und wieder durch die Walachei. Und wieder ein bisschen warten. Und wieder Leben abgezogen bekommen. Das ist sehr, sehr schön. So, okay, ich habe mal, übrigens, ich habe mal so eine Map gefunden, ne, ihr kennt so eine Map beim Generieren und da war wirklich nichts weiter als ein Block, der so in der Luft stand, also in der, ne, so in der Luft, wie das hier zum Beispiel ist und das andere war alles Wasser und darunter waren halt auch so Abstufungen, ne, so wie hier und da war nur ein einziger Flower, also so eine Blume drauf und ja, was soll man da machen, ne, man braucht mindestens Holz braucht man, sonst kann man nicht anfangen und nicht starten. So, hier haben wir zum Glück noch 3 Stacks. Ne, 2 Stacks. Das sieht wieder aus wie Kies. Das regt mich ein bisschen auf, ne? Dass das so aussieht wie Kies. Da verwirrt man, da bekommt man schon wirklich ein bisschen Verwirrungsängste. Verwirrungsängste? Ne, das heißt, da wird man ein bisschen verwirrt. Danke Mojang, dass ihr die Gravitextur geändert habt. Sieht eigentlich ganz okay aus, meiner Meinung nach, aber ein bisschen dunkel wird sie. Also, das könnt ihr so vergleichen. Huch. Indem ihr einfach mal sagt, okay, als wenn ich zum Beispiel Cobblestone auf den Boden tun würde, so wird ungefähr Kies dann aussehen, da könnt ihr euch vielleicht darunter was vorstellen, weil mit Cobblestone, glaube ich, arbeitet man oder habt ihr bestimmt schon länger gearbeitet als mit so einer komischen Gravity-Textur. Oder wenn ihr einfach mal austesten wollt, wie das aussieht, einfach mal draufpacken, ne? Kann man ja auch immer wieder abmachen, also wenn ihr zum Beispiel so einen Weg oder sowas bauen wollt, probiert es einfach mal aus, ich finde, dass die Gravity-Textur ist eigentlich ganz okay geworden. Ich würde die alte doch lieber behalten, aber nun ja, man muss auch offen für Neues sein und offen für neue Features sein, die auch vielleicht ein bisschen umstritten sind oder eher gesagt ein bisschen, ja, also wo die positiven Seiten nicht so überdecken, sage ich mal. Und deshalb muss man auch mal auf neue Sachen eingehen und wenn es nicht gut aussieht, kann man immer noch von dem Texture Pack aus was ändern. Die alte Gravity Textur kann man immer noch bekommen, also das ist, glaube ich, nicht das Problem.